It's a me, your boy, Crabboy. Willkommen zurück zu Europa Universalis 4. Das Zeug ist so laut, ich höre gerade gar nichts. Okay. Wir sind im Krieg. Immer noch gegen Frankfurt, Böhmen und unter anderem die Reicher aus Öster. Nicht zu verwechseln mit den Österreichern. Aber wir sind auf einem ganz guten Weg, der totalen Sieg zu erringen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Zumindest läuft es aktuell ganz gut. Wir haben deutlich mehr Kanonen, deutlich mehr Kavallerie, deutlich mehr Infanterie. Wir müssen nur gucken, dass wir die einen oder anderen nochmal separat piecen können nachher. Ich würde gerne Intal holen, aber soll es einen billigen Frieden mit den Österreichern geben. Wäre ich auch nicht abgeneigt. Scheiße, kommen da nicht durch. Oh, Kacke, das wird für Brandenburg nicht gut ausgehen, glaube ich. Ja, wobei, die haben die erste Schlacht erstmal gewonnen. Die Belagerung von... Keine Ahnung, wie es ausspricht. Haben wir verloren. Die Polen sind wieder fett am Rekrutieren. Grausamkeiten durch Söldner. Andi. Oberbayern-Gebiet. Unterhalt Söldner plus 30%. Ah, ist aber nicht so cool jetzt. Krabbe hat nämlich Söldner. Wo soll ich meine Söldner haben hier? Da ist sie. Ach, die ist erst auf dem Weg, stimmt. Die kommen jetzt gerade erst. Die habe ich hier gerade eben erst angeheuert. I remember. Und die marschieren. Wohin denn? Ist eigentlich auch wurscht. Österreich schaut nicht unbedingt so aus, als ob die hier noch in bester Verfassung sind. Also scheiß Belagerer irgendwie. Können alle nichts. Sind alle nutzlos irgendwie. Da ist die neapolische Armee. Ich glaube, der Kirchenstaat hat sich schon rausgepieselt. Feiglinge. Das ist der Dank dafür, dass die Kurie uns als Bündnispartner sehen darf. Betrug und Verrat. Unerhört. Unerhört, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ich bin schockiert. Auch, dass das Versorgungslimit hier leider im Arsch ist. Schicken unsere Jungs mal eins nach oben. Keinerlei Friedensvertragsmöglichkeiten aktuell. Aber sieht mir jetzt auch nicht so aus derzeit, als ob hier irgendwie welche großen Gegenoffensiven anstehen. Bei 100.000 Mann, jetzt haben sie ein bisschen hochgeballert. Mein Frankfurt ist ja eh schon länger besetzt. Das kommt uns ja auch zugute. Und an sich müssten wir nur Österreich rausbekommen. Und da die ja Rivale von uns sind, müssen wir mal gucken, ob wir die noch demütigen können oder irgend sowas. Leider nutzlos der Anführer. Ich hasse das. Mhm. Oh. Weil die laufen weg, oder? Ja. Brandenburg. Ja, okay, das ist ein relativ deutlicher Sieg gewesen an der Stelle. Was wird denn hier belagert? Ah, Böhmen wird zurückerobert. Ja, die ersten Nationen haben keinen Bock mehr. Österreich erleidet horrende Verluste eigentlich. Muss man schon mal sagen. Wir sind jetzt gleich voll mit diplomatischer Macht, aber unser Limit liegt bei 1148. Deswegen ist es aktuell noch nicht so dramatisch mit dem Limit. Jetzt haben wir unser Salzburg noch zurück. Schaut es mit den Koalitionen aus aktuell. 24, 42, aber der Rest hat überhaupt kein Problem, deswegen geht es eigentlich nur darum. Das passt. Deswegen geht es eigentlich wirklich nur darum, Frankfurt zu besetzen. Und das können wir problemlos machen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das hier irgendwie zu Komplikationen oder Konsequenzen führen könnte. Nochmal kurz ganz Österreich durchbelagern. Das wird denen natürlich auch richtig wehtun. Vor allem auch mit ihren ganzen Untertanen. Ah, wobei, Polen hat auch aktuell ein bisschen Besuch. Ist auch nicht so dolle. Was? Der Drogenpalast? Ich habe gerade Drogenpalast gelesen. Was soll ich sagen? Was für Drogenpalast? Der Drogenpalast. Wer kennt ihn nicht, ne? Den heiligen Drogenpalast. Frieden verhandeln. Angeblich haben wir 28% Warscore. Ich weiß gar nicht, wo der sein soll. Erniedrigen. Sonst das Machtprojektion? Ja, 30. Das müssen wir machen. Österreich muss erniedrigt werden um jeden Preis.
Ihr geht mir voll richtig am Sack mit eurem Unterdrücken, ne? Erniedrigen. So, wie ist es bei euch? White Piece, ne? Trends. Auch nicht. Österreich würden... Ah, die würden sogar erniedrigen annehmen. Würden sie, ja? Kriegsreparation? Ne, die noch nicht. Aber mal gucken. Ah, weil wir in Wien erobert. Deswegen, Hauptstadt ist gefallen. In dem Fall der Hauptstadt ist auch in Österreich natürlich der Bock weg, den Krieg fortzuführen. Das ist aber auch logisch. Machen wir hier einen 100-prozentigen draus, einen 100er. Die Machtprojektion werden wir auf alle Fälle für uns nutzen. Es ist relativ lustig, weil es eigentlich auch schon in vielen unserer Gebiete gefördert wurde. In Ansbach, aber gefühlt auch noch nicht überall scheinbar. Nein. Einfach nur nein. Belagert ihr das letzte Ding jetzt wenigstens auch nochmal kurz hier, dieses Mannharzberg? Ah ja, aber doch nicht mit beiden Armeen, bitte. Wir müssen ja nicht übertreiben hier. Okay, jetzt haben wir einen 100er. Polen hat sich rausgekrümelt, aber das ist in Ordnung. Weil wir werden jetzt auch Frieden... nicht mit Frankfurt, mit Österreich Frieden schließen. Genau. Gold noch? Sehr schön. So, jetzt hat quasi Polen sich verkrümelt und Österreich hat sich auch verkrümelt. Und jetzt, meine Freunde, ist es ein noch deutlicherer und ausgeglichenerer, eindeutigerer Krieg. Da wir jetzt natürlich noch überlegener sind. Das belagern wir. Hier belagern unsere Freunde ja auch noch. Wir müssten nur einmal ganz unten durchlatschen. Die haben immer noch 68.000 Mann in der Reserve. Fette Boy-Gang auf alle Fälle. Und wir haben jetzt dann nochmal plus 111, da wir 50 Macht-Projection haben. Ja, komm. Gönnen wir uns das doch mal hier. 62 bei DipTech. Freut mich ja generell immer sehr, da ein bisschen auch voranzuschreiten und überlegender zu sein. Können, ja, wählt doch Österreich zum Kaiser, alles klar. Können wir mal einen Sturmangriff machen? Gut, war eine sehr schlechte Idee. Oh, wir gehen komplett in die Hose, die Idee. Okay. Ich hab die komplette Söldnerarmee ausgelöscht. Okay, meine Verbündeten sind wieder eingetroffen, haben mich da jetzt unterstützt. Die Söldner haben so auf den Sack bekommen durch meine Aktion hier. Ja, hau doch ab jetzt. Hey, die machen es aber umständlich. Ah, Trent hat keinen Bock mehr. Alle Filme kriegen. Ja, oder gut. Was? Jetzt hat. Ja, jetzt hat. Jetzt kommen sie. Frieden. Wir hätten gern Frieden geschlossen. Ja, ja. Gerne doch. Wenn ihr mir eure Seele verkauft, können wir gerne Frieden schließen. Ah, vorher auch nicht. Ragusa. Wer oder was ist denn jetzt wieder Ragusa gewesen in diesem ganzen Theaterstück hier? Kriegsreparation. Johannitische Handelsmacht an Ragusa übertragen. Ja, ja, genau. Gebt mir euren Handel. Die drei Bünde. Ah, die Handelsliga wurde aufgelöst. Ha, ist aber ärgerlich. Drei Bünde müssen wir noch gucken, dass wir auch noch die letzte Provinz erobern. Baden beansprucht auch noch Gebiete. Was ist eigentlich mit der Pfalz passiert? Habe ich da noch Ansprüche drauf? Ah, übrigens, stimmt, ich habe eine Sache gesehen. Und zwar habe ich, ich lese ja auch Kommentare. Ich weiß, das ist immer total verwundernswert. Dann sage ich, lese Kommentare. Aber bezüglich der Missionen. Wir hatten ja die Option, dass wir Franken gründen. Wenn wir im Frieden sind. Und da bekommen wir Ansprüche auf ganz Frankreich. Das wäre eigentlich... ein interessanter Gedanke. Wir können dann nicht trotzdem auch noch später Deutschland gründen. Was natürlich auch Sinn und Zweck der Sache ist. Aber wir haben das Zeitalter des Absolutismus erreicht. Wo einst Regierungen die absolute Macht in ihren Ländern von anderen Parteien an sich rissen, können sie sich nun dem Erbauen eines Reiches widmen. Dies ist ein Zeitalter des Staates, des Herrschens und ihrer Heere. Also Herrscher und ihrer Heere. So, wir beleidigen Österreich. Das ist das Beste, was ich für die heute anbieten kann. Belagern nämlich eigentlich gerade die Neapoliten? Euer Ernst? Ach, scheiß auf Religion. Religion wird den eh nochmal irgendwann einer aufzwingen.
So, marschieren wir schon mal nach unten. Kümmern uns hier um die Belagerung von Neapel. Und schicken unsere Söldnerarmee einfach mal zu Besuch darüber. Denke mal, das dürfte jetzt für die relativ los. Ja, okay, Brandenburg ist auch schon gekommen. Brandenburg, echt super Hilfe heute. Muss ich auch einfach fairerweise mal zugeben. Ja, das ist ein deutlicher Sieg. Boah, unsere Söldner wären zwar auch noch mit da, aber die kommen zu spät an, glaube ich, hier. Ah, ja, weil wir könnten sie sogar wipen. Ja, haben sie gewiped. Damit ist Ansbach raus. Ja, Russland ist meine Rivale, das weiß ich selber auch. Also ganz blöd bin ich ja auch nicht. Das Problem ist die Loyalität, wenn die komplett in den Keller geht, das kann ich mir eigentlich gar nicht so richtig erlauben. Ihr wisst ja, wie die immer alle sind. Versammlung einberufen nebenbei. Was wollen die? Zwickau zur fränkischen Kultur machen. Nee, warte mal. Soll ich denn da machen? Doch, ich soll Zwickau fränkisch machen. Nee. 30 Handelsmacht in Wittenberg. Meinung bei Kirchen. Ja, Meinung. Meinung Kirchenstadt kriege ich hin. Meinung Kirchenstadt kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Beziehung verbessern. Mit denen sind wir eh schon verbündet. Das sollte eigentlich kein allzu langes Schauspiel werden. Feindliche Armeestärke beträgt noch irgendwo 16.000 Mann. Und ich glaube, die kriegen jetzt gerade da oben in Polen auf die Schnauze. Was eigentlich auch ganz lustig ist, dass sie sich jetzt in Polen umhertreiben. Warum immer die jetzt auf einmal nach Polen gegangen sind? Die Polen sind schon aus dem Krieg raus, ne? Falls dir noch keiner gesagt haben sollte. So, das Gute ist, durch das Ende der religiösen Blödsinnigkeiten da. Wo war es denn? Naja, hier. Reformation, genau. Das Ende des Zeitalters der Reformation sind auch endlich diese Reformationszentren endlich weg. Das heißt, wir können dann die Gebiete endgültig zurückbekehren, wenn es denn soweit ist. Keine Angst, Frankfurt, ihr bekommt euren Frieden schon. Ich muss mich aber erstmal noch um die Neapolesen kümmern. Die sind relativ hartnäckig. Wobei, oha, was sind das da für Fortschritte, bitte? Schau ich mal bitte die Fortschritte an da unten. Schau mal, wie schnell das geht. Ist hier ein super Belagerer-General dabei? Ich habe keine Ahnung. Ob irgendeine Armee scheint hier zu sein oder irgendein General, der hier relativ hohe Boni auf Belagerungsfortschritt hat. Was schon relativ schnell ist. Gut, bringt trotzdem nicht so viel. Wir kommen trotzdem nicht voran. Aber egal. Auf dem Papier wird es funktionieren. So, 10 Loyalität plus ein Papst. Wir könnten den Klerus echt so hart ans Bein pissen eigentlich, weil die uns so fassbar, unfassbar lieben. Aber es ist halt auch cool. Jetzt gibt es nicht nochmal jährlichen Papsteinfluss und verringert die Stabilität, wobei Stabilität jetzt nicht so important ist. Was wäre eigentlich dieses Friedensangebot aus Frankfurt? Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich glauben, dass ich so einen Blödsinn annehmen würde. Aber wahrscheinlich glauben sie es wirklich, keine Ahnung. So, Napule ist gefallen, wie es hier heißt. Kommen wir trotzdem nicht weiter, dass wir erstmal diese Provinz noch kurz erobern müssen. Das machen wir jetzt kurz mit Gewalt. So, 57%. Da ist einfach die Armee zu groß, da schießen so viele Kanonen drauf. Dass das Ding jetzt auch gefallen ist, sehr schön. Also, machen wir weiter. Tja, Polen hat ein bisschen Pech gehabt. Ich wollte eigentlich den Polen hier jede Menge Gebiete geben. Nach Ende des Krieges. Neue Besenkern, gut, was? Der weit verbreitete Einsatz von Schusswaffen. Achso, die ganzen Söldner sind weg. Die Schlacht haben wir auch gewonnen, natürlich. Dafür kommen jetzt neue Söldner. Die haben bedingungslos kapituliert. Ja gut, dann schießen wir mal Frieden mit Neapel. Oh. Ups. Muss doch jetzt eben mehr Gold bekommen, oder? Oder auch nicht. Okay, egal. So.
Frieden, Annektierung, Koalition mit niemanden, Gold mit dazu. Und Dankeschön, tschüss. Dankeschön für die Abgabe von Frankfurt. Das ganze Korn wir. Alter. Krasse City, ey, muss man schon sagen. Euch schmeiß mal raus. Nichts für ungut, aber brauche ich halt einfach nicht mehr. Gut, dann ist jetzt die Frage. Gründen wir Franken? Das Problem ist halt auch, ich weiß halt nicht, ob wir diese Missionen, also diese Ideen, ich meine, so gut sind die nicht. Mein Prestige, ja, ein bisschen weniger AE. Was hat denn Franken für Ideen? Beides ist, das kommt auch noch dazu, das ist ja, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt das ganz billig. Wir machen das jetzt einfach. Wir gründen Franken. So. Genau. Jetzt sind wir Franken. Hübsches, hässliche Farbe, aber hübsches Banner. Ich finde das Banner ja nicht ganz hübsch. Ich schau mal kurz. Wir haben... Ist kacke. Aber ist ganz okay. Kacke. Ja, da gibt es nochmal Prestige. Disziplin und auch hier nochmal Auswirkungen AE. Aber generell verlieren wir jetzt erstmal Prestige. Wir werden ein extra Prestige noch bekommen. Aber das wirklich Wichtige sind die neuen Missionen. Die man jetzt hier eigentlich bekommen sollte als Franken. Und zwar müssen wir dafür... Königreich der Franken, genau. Vereint Großfranken. Dafür müssen wir Kernprovinz Frankfurt haben, machen wir jetzt. Und 8 Provinzen. Vor allem Hessen und Pfalz noch, das kriegen wir auch noch hin. Okay, also wir haben uns jetzt dafür entschieden, wir gehen diesen Weg jetzt auch. Wohin uns das langfristig führt, werden wir sehen. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen Fake News, plus 300. Jetzt hat plus 73. Plus 73 passt aber trotzdem auch. So, meine Boys sind alle auf dem Weg nach Hause. Ach, geh weg, Österreich. Narren, Alter, als ob ich dem meine Gebiete wieder zurückgeben würde. Solche Spinne. Ohne Witz. Okay, dann Universitäten. Dann kommen wir an den nächsten Punkt, der uns auch wieder neue Ideengruppe bringt. Und da müssen wir uns jetzt halt mal ein bisschen ums Militär kümmern. Bis jetzt haben wir das Militär ein bisschen ignoriert. Das müssen wir jetzt dann mal beheben. Ich finde es fränkisch spannend, aber an sich ganz cool. Und das nächste, was wir dann natürlich langfristig im Ziel haben, ist die deutsche Nation. Ja, das dauert noch eine Weile. Böhmen wäre natürlich trotz allem auch immer ein interessantes Target, aber halt leider in dieser nervigen PU, also wie Ungarn, die alle zusammen Österreich relativ stark machen. Aber wie mit unserem Bündnispartner aus Frankreich, das passt. Also Aachen, Baden und Sachsen würden hier mucken. Wer muckt denn hier in der Koalition? Gar keiner. Wir haben eigentlich echt keine AE. Also nur wirklich hier gegen österreichische Nationen und Sachsen. Dem Rest ist es eigentlich scheißegal, was ich hier treibe. Eigentlich ein Fehler. Auf alle Fälle mal Heidelberg gerne erobern. Das andere nehmen wir nebenbei mit. Sachsen würde... Ah, ne, gut. Rufen Frankreich mal mit rein. Ah, wobei, Frankreich, weiß ich nicht. Brandenburg, ja. Köln auch nicht. Polen und Kirchenstadt rufen wir mal mit. Zur Eroberung von Heidelberg. Und, ja gut, wir haben die andere Provinz natürlich, die weiter oben ist, auch noch mit erobern. Und Sachsen werden wir auch noch gleich mit angreifen. Nur leider habe ich jetzt hier, glaube ich, den Moment ein bisschen verpasst, oder? Ne, haben wir bekommen. Direkt den ersten überwältigenden Sieg gefeiert. Mal gucken, ob wir die direkt auslöschen können auf dem Weg dorthin. Jein. Weil die ist direkt in die Brandenburg... Okay, sind ausgelöscht worden. Gut, gut, gut. Okay, dann macht ihr euch mal auf den Weg zur Hauptstadt der Pfälzer. Vielleicht annektieren wir die auch komplett oder so. Müssen wir mal gucken, wie ich da lustig und launig bin. Ich finde es halt nur schade, dass wir jetzt leider
Prestigeverlust erleiden. So, das haben wir jetzt uns geholt. Das andere hat sich Brandenburg gesnackt. Da oben auch Sachsen? Was haben denn die für eine Front, Alter? Also, was haben denn die für Grenzen? Ist ja schlimm. Na, jetzt hoffe ich mal, dass die das nicht für sich behalten, irgendwelche dummen Sachen. Finde ich sehr scheiße. Ja, wir können Institutionen fördern, habe ich keinen Bock drauf. Das soll bitte automatisch geschehen hier. 2194, ja. Frankfurt ist Chor, hervorragend. Leider noch die falsche Religion. 8 Monate dauert das Ganze, die Religion wieder zurückzubekommen. So, 2 Brücken ist auch schon gefallen. Wir sind hier noch feindlich. Baden. Die gehen da wohl baden. Zeige ich jetzt einfach mal nichts zu. Sachsen. Ich weiß, wir sind Freunde und so. Ich hätte sogar einen Anspruch auf Dresden. Aber die AE ist halt brutal. Das ist halt auch eine relativ fette Region ist, leider. So, gibt mir Ansprüche noch auf meine Gebiete mit auf. Naja, 21 Entwicklung. Da müssen wir schon einen gesonderten Krieg für führen. Das historische Zentrum von Prag könnte für 2500 verbessert werden. Gibt mir nur leider nicht das, was ich gerne hätte, nämlich Prestige im Jahr. Dafür müssen wir das Ding upgraden für 5000 im Monat. Bei den Kosten zieht es ja auch die Semmeln aus, ne? Absolut unerhört, diese Kosten. Ihr chillt, ja? Ihr chillt. Rebellen haben wir ja keine. Belagerung führen wir alle aus. Unser Missionar in Frankfurt ist auch fast... Schau, wie schnell das geht, Alter. Das ist so geil, wenn du so einen hohen... So hohe Missionarstärke hast, das ist so cool. So, wer sind diese Ketzer? Wenn unsere Missionare kommen, ziehen die anderen schon die Hose aus, weil sie wissen, es kommt jetzt was ganz, ganz Unangenehmes. So, Heidelberg ist auch Geschichte. Trier ist auch Ding. Damit haben wir eigentlich den Krieg schon gewonnen, im Großen und Ganzen hier. Nachdem das Kriegsziel jetzt mal uns gehört nach Ewigkeiten. Frankfurt wurde konvertiert. Gibt es da irgendwas Interessantes hier noch? Nicht wirklich, ne? Dick, dick, dick. 13 von 44 Provinzen haben es erst gefördert. Brauchen wir alle so lange, Aber wir haben keinen Zeitdruck. Ich habe keinen Zeitdruck. Alles ist cool. Kurz gucken, wo irgendwas Wertvolles ist von den Ressourcen. Ja, das geht eigentlich hier. Die hier sind auch mal was Tolles. Da gibt es noch ein bisschen Gold. Auch nochmal Tücher. Ah, Farbstoff. 104. Ja, 108. Okay, das sind auch ein bisschen, glaube ich, Fake-Infos. So, da schließen wir schon mal Frieden. Mit denen habe ich eh kein Interesse, irgendwas anderes zu machen. Aachen. Sind die besetzt? Ah ja, sind auch schon komplett besetzt. Religion erzwingen, Kriegsreparation, Gold. Und. Schau mal. Das kostet mich nicht so viel. Eine komplette Annektierung. Ein bisschen zu teuer. Aber das können wir eigentlich machen. Das passt. Das ist nicht so schlimm. Gucken wir uns mal die 2 Provinzen. Wir haben dann nämlich auch die nächste Mission abgeschlossen. Großfranken zu vereinen. Für 20 Jahre Prestige und Moral unserer Armeen. Außerdem halten wir dauerhafte Ansprüche auf Oberbayern, Niederbayern und Ostbayern. Und wir haben ja auch Bayern schon fertig unterworfen. Dauerhafte Ansprüche auf Lothringen, Champagne, Ile-de-France und Orléans. Oder Orléans. Orléans wahrscheinlich, sowas. Gut, außerdem hat mir das noch was anderes gebracht. Ja, auch noch Prestige, oder? Ja, auf alle Fälle haben wir jetzt, wie ihr sehen könnt, einen großen, dicken Anspruch auf einige Gebiete hier drüben. Die wir natürlich für uns auch nutzen werden. Koalition. Ja, sieht jetzt erstmal dramatisch aus, aber wir sind nicht umsonst das Reich von Franken. Was soll denn der Papst da? Ah, ihr seid halt so richtige Geier, ne? Polen. 213. 302. Echt nur so wenig? Sind die alle so pleite? Ist ja schlimm. Mal Weimar und Ulm rekonvertieren, jetzt unsere religiöse... Zusammenhalt, also religiöser Zusammenhalt ist leider echt schlimm. So, gegen Geldern, ja, klar, kein Problem. Gerne unterstütze ich euch, meine Kölner Freunde. Gar kein Problem.
Eh nichts Besseres zu tun gehabt gerade. Mit wem war ich jetzt im Krieg? Ah, das sind ja richtige Geier. Wie sie darauf vertrauen, dass ich den Krieg für sie gewinne. Geil. Solche Ratten. Krasser Move. Könnte es doch eigentlich stärker, oder nicht? Schau mal, die kriegen direkt auf die Schnauze da oben, die Kölner. Hey, hey, hey. Hoffen, dass sie das da hinbekommen, da oben. Okay, euch schicken wir mal erstmal dorthin und dann nach Goslar. Jetzt hier natürlich erstmal die beiden badischen Provinzen belagern. Ja, dachte ich mir, dass sie sich hier zurückziehen. Die wollen jetzt wahrscheinlich irgendwie bei mir Scheiße bauen. Hm? Jetzt wieder los. Okay. Die goslarische Armee, die Kleine haben wir besiegt, die Große noch nicht. Ah, das haben wir jetzt gleich. Jawohl, die sind mal los. Okay, dann laufen die Belagerungen hier. Die eine geht wieder relativ schnell. Da läuft es ganz gut. In der Hauptstadt läuft es noch nicht so gut. Ulm und Weimar wurden erfolgreich bekehrt. Können wir irgendwas machen hier beim Papst? Irgendeinen Einfluss so? Können wir Zinsen und Korruption und Inflationsreduktion nochmal mit reinnehmen? Gewinne Religionskrieg, das haben wir. 5 geförderte Kulturen können wir machen. Truppenlimit 200 dürfte schwieriger werden. Seid Kaiser von hier und habt ein Mandat über 50. Keine Ahnung, wie wir das hinbekommen sollten. Dass wir da angeblich schon die Hälfte haben. Aber noch eine Kultur fördern, das sollte kein Ding sein. Haben wir das auch schon mal gemacht. Haben wir zumindest schon mal 2 abgeschlossen. Das mit der Armee mal gucken. 5 Unis kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. Handelshäuser, überhaupt kein Plan. Wir marschieren jetzt mal mit nach Norden. Die dürfen sich hier mir anschließen und dann marschieren wir mal dorthin, die vereinte Armee der Feinde hier zu besiegen, bevor unsere Kölner Kollegen hier komplett auf die Schnauze bekommen. Greift die jetzt hier an, oder? Ja, greift die, okay. Das wird natürlich ein überwältigender Sieg. Vor allem, die haben auch noch einen Malus, weil wir als Verteidiger hier gelten. Und da können die noch so gut würfeln. Der Sieg in diesem Fall war unser. Mit 10.000 Mann, die wir verloren haben, gegenüber 15.000 Mann. Da würde ich an der Stelle sagen, ich verabscheue mich, bin raus für heute, wünsche euch auch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.